Hallo, ich bin der Rudi und heute habe ich für dich ein Train Beat oder Train Groove mit dabei. Am besten lädst du dir die Noten von meiner Homepage noch runter, damit du das besser nachvollziehen kannst, was ich erzähle. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt auch noch gerade tun, weil dann sind sicherlich auch einige andere interessante Videos für dich dabei. Der Train Beat oder Train Groove, der ist vor allem in der Country Music zu Hause. Wir können ihn zum Beispiel hören bei Lay Down Sally von Eric Clapton oder The Chicaria von der Spider Murphy Gang. Da kommt der Grundrhythmus zum Tragen. Nur, wie funktioniert der? Der ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Es kommt darauf an, wie man die Grundteilung von dem Grundpuls fühlt, ob in Achteln oder Sechzehnteln. Das hängt ein bisschen vom Stück ab. Ich habe dir beides mal aufgeschrieben. Gehen wir erstmal auf Achtel los. Und zwar, die Füße, die laufen einfach nur in Viertelnoten. Das ist erstmal die Grundlage. Klingt folgendermaßen. 1, 2, 3, 4. Einfach an nichts weiter denken, außer laufen. Mehr passiert nicht. Den Puls laufen. Rechts, links, rechts, links. Und dazu spielen wir Achtelnoten auf der Snare. 1, 2, 3 und 4 und... Achte dabei darauf, dass du die schön locker und entspannt spielst, weil das ja von der Dampflok quasi den Kessel, wie der arbeitet, imitieren soll. Und jetzt nehmen wir noch den Backbeat dazu. Das heißt, immer wenn die Hi-Hat runtergeht, ist die Zählzeit 2 oder 4 und da setzen wir noch einen Akzent auf die Snare dazu. Klingt dann folgendermaßen. 1, 2, 3 und 4 und... Das wäre jetzt allerdings ein recht langsamer Zug, der im Schritttempo vorwärts geht. Und da die Musik ein bisschen beschwingter ist, geht das Ganze ein wenig schneller. 1, 2, 3, 4. Auch das geht noch ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4. Das Einzige, wo sich das jetzt manchmal unterscheidet, ist, dass die Bassdrum auch manchmal der Puls der Musik sein kann. Und dann haben wir quasi in den Händen 16. Es ist nur ein Umdenken vom Grundpuls der Musik. Was fühle ich als Puls der Musik? Wo ist der genau? Sonst ist es genau tupfen gleich. Was ich unheimlich gerne dazu spiele, ist mal vor einem Backbeat ein Akzent mit der linken Hand. Das habe ich dir im nächsten Notenbeispiel aufgeschrieben. Ich habe es in Achtelnoten notiert und dann spiele ich quasi auf der 3 und mit der linken Hand auch noch ein Akzent mit. Klingt dann folgendermaßen.
Eins, zwei, drei und vier und. Das Ganze etwas schneller. Eins, zwei, drei, vier. Im nächsten Notenbeispiel habe ich dir aufgeschrieben, was ich auch noch gerne mache, ist nicht auf der Zählzeit 3 und einen weiteren Akzent, sondern nach der 4 noch den Akzent auf der 4 und. Klingt folgendermaßen. Eins, zwei, drei und vier und. Das Ganze mal schnell. Eins, zwei, drei, vier. Der klingt für mich aber noch ein bisschen langweilig, wie ich finde. Und so mehr statisch, das ist nicht so richtig eine Dampflok, die da für mich fährt. Und da setze ich vorne dran noch einen Five-Stroke-Roll auf der Zählzeit 3. Also die beiden Achtel auf der 3 lasse ich jeweils noch springen, dass es 16 ergibt. Klingt dann folgendermaßen. 1, 2, 3 und 4 und. Auch den jetzt mal in schnell. Eins, zwei, drei, vier. In Fill-Ins lassen sich selbstverständlich noch ganz andere Möglichkeiten finden, wie man Akzente setzen kann. Grundlegend ist es aber ein Train Groove oder Train Beat genannt. Wenn dir das Ganze geholfen und gefallen hat, lass mir doch gerne ein Like da oder abonniere meinen Kanal. Da findest du sicherlich das ein oder andere interessante Video noch für dich. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß mit dem Train Groove. Bis dahin, tschüss, dein Rudi.